In diesem Video gebe ich euch ein kurzes Dividenden-Update und zwar die Dividenden, die ich im vergangenen März, also März 2022, eingenommen habe. Und wie ihr hier in dieser Playlist sehen könnt, ich habe eine eigene Playlist erstellt, Mein Weg zum Einkommensinvestor. Und zwar ist es mein Ziel, innerhalb von 7 Jahren eben zum Einkommensinvestor zu werden. Das Startvideo dazu könnt ihr auch hier in der Playlist sehen. Ansonsten lasse ich das euch hier oben auch nochmal einblenden und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Money Mafia. Wie immer auf diesem Kanal handelt es sich natürlich um keine Anlageberatung. Gut, ich zeige euch jetzt sowieso nur meine Dividenden, die ich erzielt habe. Das ist quasi nur ein Bericht von dem letzten Monat. Aber nehmt das nicht einfach blind hin und kauft einfach irgendwelche Werte, sondern macht definitiv eure eigenen Analysen. Das Video geht lediglich zum Zwecke der Unterhaltung und vielleicht für Bildungszwecke. Und damit gehen wir schon direkt rein ins Video. Ja, so viel Spannendes gibt es auch im März nicht zu berichten. Wir haben eine gesamte Monatsdividende in Höhe von 56,06 € erreicht. Ich habe 4,82 € von Service Corporation International bekommen. Das ist ein Bestattungsunternehmen aus Amerika. Dann über den MSCI World, den ich monatlich bespare, 4,56 €. Den MSCI Emerging Markets, den ich ebenfalls monatlich bespare, 6,82 €. Dann Imperial Brands, großer Zigarettenhersteller, sollte, denke ich mal, den meisten ein Begriff sein. Dort habe ich 34,57 € bekommen, also der höchste Einzelwert in diesem Jahr, wo ich bisher Dividendenausschüttung erhalten habe. Und dann noch 5,29 € von Realty Income, dem Immobilien-REIT ebenfalls aus der USA, der eben monatlich hier eine Dividende ausschüttet an mich. Das macht nach aktuellem Stand eine Jahresdividende in Höhe von 214,18 €. Das ist natürlich alles schon netto, also hier sind alle Steuern schon abgezogen. Und ja, mein Ziel 2000 € ist jetzt so ungefähr zu einem Zehntel erfüllt. Da brauche ich auf jeden Fall nochmal ein wenig mehr und ich schiele auf jeden Fall so auf den Mai, Juli und Oktober, beziehungsweise Mai, Juli, das werden auf jeden Fall die beiden Monate sein, wo es, denke ich mal, am meisten rappeln werden im Karton. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, aber ich halte euch hier definitiv auch auf dem Laufenden, auch für den nächsten Monat. Wenn ihr jetzt auch Interesse habt, hier rein zu investieren in irgendwelche von diesen Aktien, alle diese Aktien außer Realty Income, habe ich bei Trade Republic gekauft und einen Link zu Trade Republic, den Broker, den ich selber auch verwende, ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr für 1 € bereits Aktien kaufen, also super günstig, super gute Usability. Ich komme super schnell damit zurecht und alle Bekannte und Freunde, die ich habe, an denen kann ich das auch immer nur empfehlen. Von daher unten ein Affiliate-Link zu Trade Republic. Wenn ihr euch unter dem Link anmeldet, habt ihr auch die Möglichkeit, eine Aktie im Wert von bis zu 200 € kostenlos dazu zu bekommen. Von daher macht das unbedingt. Da könnt ihr bares Geld geschenkt bekommen. Und jetzt lasse ich euch hier noch eine Videoempfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.